Hallo, wie versprochen melde ich mich zurück beim nächsten Teil The Book of Unwritten Tales 2, der NRW über 18 immer noch hier. Wir sind mit Ivo jetzt wieder am Start, sind in der pinken Welt, was absoluter Krebs für meine Augen ist. Aber nun gut, wir haben hier hinten schon jemanden, den wir reden mit Mann. Es ist wahrscheinlich der Fuchs, aber nun gut. Hallo, ihr da. Ihr? Das ist Einzahl, ja. Oh, hallo Süße. Was? Oh, was willst du? Gesucht wegen Mordes am Erzmagier. Hat man diesen gefährlichen Terroristen immer noch nicht gefasst? Das ist doch alles Schwachsinn. Van Buren will die Ratten loswerden, weil sie Alistairs Leute sind. Sie nennt sie Terroristen. Deswegen können ihre Leute in allen Häusern herumschnüffeln. Sie wollen ja nur die Rattenlöcher schließen. Ganz nebenbei erfahren sie so natürlich, wer wo lebt und was sie von Van Buren halten. Ein riesiger Haufen Trolldung, sag ich dir. Hallo, Herr Fuchs. Ach du Scheiße. Reden wir mal wieder zu viel? Sie müssen Ratsvorsitzende Van Buren sein. Kluges Kind. Ich wollte Sie fragen, ob... Na, was? Oh nein. Was soll denn der... Ach du Sche... Sie sollten mehr darauf achten, was Sie sagen, Herr Fuchs. Wegen der Kinder. Komm, Spätzchen. Oh, Mami, guck, den hab ich gemacht. Ist der nicht niedlich? Ja, das hast du fein gemacht. Der alte Jenkins wird seine Lektion auch gelernt haben. Ich will ihn haben. Hey, halt, nein. Tut mir leid, Kleine. Butterblume gehört mir. Die Elfe hat recht, Spätzchen. Der Hippogreif gehört uns nicht. Ich hab ihn gemacht, Mama. Er gehört mir. Aber Schätzchen. Mir! Natürlich. Dann nimm ihn nur mit. Was? Das ist wohl ein Scherz. Und der Hippogreif geht einfach so mit. Und die lässt es zu? Und sagt noch nicht mal was? Ey, was geht denn jetzt hier ab? Die klaut uns einfach unseren Hippogreif. Und Ivo lässt das einfach so mit sich machen. Wo sind wir denn hier? Also das ist jetzt mal echt assi. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber es ist so. Tja, jetzt kann er nicht mehr fluchen hier. Ich habe die beiden nicht gesehen. Das war nicht deine Schuld. Das war meine Unaufmerksamkeit. Die Tochter der Ratsvorsitzenden. Sie steckt hinter all diesen Verwandlungen, oder? Wie ist das möglich? Normalerweise verblassen Zauber schon nach kurzer Zeit. Woher hat sie diese Macht? Hört jetzt, oder andersrum gesagt, versteht Ivo, was er sagt? Und nur wir haben dieses Klingeling? Oder das ist jetzt so die Frage. Kannst du mir etwas zum Mord am Erzmagier sagen? Ich glaube... Gab es überhaupt einen Mord? Ich meine, ist er wirklich tot? Wilbo und die Ratten hätten ihm nie etwas angetan. Sie sind Sündenböcke. Angenommen, der Erzmagier lebt noch. Van Buren hätte ihn bei sich, oder? Im Magierturm? In der Schule? Also schön, dann ist das mein nächstes Ziel. Der ist irgendwie süß. Und auch hier, guck mal, die Schatten von den Dingern, die uns da, beziehungsweise die ihm über den Kopf schweben. Schön gemacht, schön gemacht. Van Buren ist doch bestimmt nicht mit legalen Mitteln an die Macht gekommen. Diese schönen Dinger um meinen Kopf verhindern, dass ich bestimmte Dinge sage. Schimpfwörter und Flüche, meinst du? Ha! Nein!
Sybil van Buren hat die Macht gerissen, ohne das dafür zu haben. Zensur, das ist es. Und weißt du, was das Schlimmste an Zensur ist? Ich verstehe. Was willst du wegen der Dinge um deinen Kopf unternehmen? Was kann ich unternehmen? Ich bin Reporter, kein Magier. In dieser Stadt gibt es keine Magier mehr. Van Buren hat sie alle Magie ist ihr Schlüssel zur Macht. Sie glaubt, nur ein Magier könne sie jetzt noch aufhalten. Wie passend, dass der einfallsreichste Magier der Stadt im Untergrund hockt und wegen Mordes gesucht wird. Ich muss weiter. Halt durch. Solltet ihr euch in der Oberstadt umsehen wollen, dürfte das hier nützlich sein. Oh. Danke. Was denn? Danke. Warten. Schlüssel der Oberstadt. Ah, sehr schön, cool, danke schön. Ja, wir haben jetzt unseren tollen Hippogreif nicht mehr, weil sie sich den einfach hat so abziehen lassen. Unglaublich. Puppen, Stofftiere. Da hinten sind Hundewelpen, rosa Kleidchen und da Gemälde von jungen Minnesängern. Ein bemerkenswertes Sortiment. Seefels ist eine Hafenstadt. Hier geht es ruppig zu. Mit dem Sortiment dürfte der Laden Probleme bekommen, selbst wenn einige Seeleute vielleicht einen weichen Kern haben. So weich kann der gar nicht sein. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Müffelnde? Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Tch. Wilbur ist so einiges, aber bewaffnet und gefährlich? Und müffelnd? Da hat sie nichts zu gesagt. Betrachte Süßigkeitenstand. Eieiei, da geht's weiter. Komm, Ivo, beweg die kleinen süßen Füßchen. Zuckerwatte, Eiscreme, Schokolade, Bonbons. Vielleicht stecken Zahnärzte hinter der ganzen Sache. Schau die Straße hinab. Oh, da haben wir noch. Oh, guck mal. Keine Menschenseele zu sehen. Entweder verstecken sich alle in ihren Häusern oder die Stadt ist zur Geisterstadt geworden. Aber cool, dass das Bild so mit rumgeht. Das ist das Feuer, was wir ja mit Wilbur... Als Elfe fühle ich Hitze und Kälte weniger stark als die Menschen. Sonst wäre die Kleidung von uns Elfenfrauen ja auch extrem unpraktisch. Das stimmt wohl. Als Elfe fühle ich Hitze. Sonst. Ja, ja. Als Elfe. Okay, also das Feuer können wir mit irgendwas später noch benutzen. Seefels ist groß. Ich sollte erst einmal alle Informationen hier oben sammeln, bevor ich ziellos dort unten durch die Stadt laufe. Okay, Hotspot abgearbeitet. Sehr schön, gefällt mir. Dann geht's jetzt erstmal in die andere Richtung. Moment, hier vorne war doch noch irgendwas, oder? Ja, die Blumen. Das ist ungewöhnlich. Wir haben so ziemlich jede bekannte Pflanzenart bei uns im Elfenhain. Aber das da ist nicht richtig. Grinsende Blumen? Das ist Magie, nicht Natur. Nein, wirklich. Kommen wir jetzt noch vor das Tor, oder? Ja, kommen wir. Und hier haben wir schon wieder so viel zum Anklicken. Mauer? Früher bin ich da mit Leichtigkeit hochgeklettert. Aber momentan würde ich lieber für ein Stündchen die Füße hochlegen. Nein, Ivo, du lässt dich von dieser Sache nicht aus dem Konzept bringen. Der Marktstand eines Händlers könnte dem reizenden Gesellen oben auf der Mauer gehören. Ja, Jorge. Er scheint noch normale Dinge zu verkaufen. Vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch er Panda-Beeren und Bubble-Tea anbietet. Seefels. Ich habe nie verstanden, warum so viele Menschen auf so engem Raum leben wollen. Die ganze Stadt ähnelt einem Müllberg über einer Kloake. Trotzdem zog es nach dem Krieg jeden hierher. Seefels steht für Freiheit, die weite Welt, Erfolg. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Okay, hier hinten noch was? Ja, das Plumpsklo. Am Plumpsklo hängt ein erstaunlich großes Vorhängeschloss. Da gönnt jemand seinen Mitmenschen keine kostenlose Erleichterung. Am Plumpsklo hängt eine... Okay, mit dem Plumpsklo können wir also auch was machen. So, macht es automatisch. Ist klar. Einmal die Hand vorgehalten. Ah, guck mal. Halt! Papiere bitte. Du brauchst meine Papiere, mich nicht. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich bin keiner der Terroristen, die du suchst. Du,
Du versuchst irgendeinen Elfenzauber, oder? Nein, ich bin nur keine Terroristin. Ich bin Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Oh, Prinzessin Ivo. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Oh. Sie sehen so anders aus. Dick? Hast du letztens in den Spiegel geschaut? Was ist mit der Stadt los? Sprich, Wache. Diese Zuckerbäckerwelt da unten. Was hat es damit auf sich? Die ehrenwerte Ratsvorsitzende Van Buren räumt in der Stadt auf. Seefeld soll eine schöne und friedliche Stadt werden. Hier gelten Regeln. Und die Bewohner der Stadt haben dem zugestimmt? Nun, es gab keine Wahl in dem Sinne. Nach dem schrecklichen Mord am Erzmagier war die Ratsvorsitzende die einzige Kandidatin. Eine Wahl wäre da nur Vergeudung von Steuergeldern gewesen, nicht wahr? Ich habe einen Termin mit Ratsvorsitzender Van Buren. Bring mich zu ihr. Sind Sie sicher? Ich meine, sie hat mir gar nichts... Bespricht die Ratsvorsitzende ihre Termine gewöhnlich mit ihrer Stadtwache? Das nicht. Ich bin in offizieller Mission hier. Meine Mutter, die Königin, schickt mich, um der Ratsvorsitzenden Van Buren unsere Aufwartung zu machen. Gibt es da ein Problem? Natürlich nicht, Eure Hoheit. Kommen Sie. Jetzt geht's wohl in die Schule, oder? Danke, das wäre alles. Aber... Ratsvorsitzende von Buren? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, du! Was bringst du die Elfe hier herein, Schildträger? Die Elfe ist Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Ich bin im offiziellen Auftrag meiner Mutter, der Königin, hier. Prinzessin Ivo? Welche Ehre! Wie kann ich euch behilflich sein? Mir sind die neuen Dekorationen überall in der Stadt aufgefallen. Hübsch, meine Mutter würde gerne wissen, was mit Erzmagier Elster geschehen ist. Der Hippogreif dort drüben gehört mir. Genau. Wissen Sie, wie schwierig es ist, einen voll ausgebildeten, edlen Hippogreif zu bekommen? Er hat mich einen Topf voll Gold gekostet. Ich stelle euch gerne einen Schuldschein aus. War das alles? Wir haben die traurige Nachricht vom Tod des Erzmagiers erhalten. Ja, ganz schrecklich. Fast nicht zu glauben. Ein solch mächtiger Magier wie Alistair einfach so ermordet? Die Ratten und dieser Wetterquarz. Sie haben ihn hintergangen, meine Liebe. Aber keine Sorge. Wir sind auf der Suche nach ihnen. Wir lassen jedes Rattenloch in der Stadt versperren. Ich kenne Wilbur Wetterquarz und Remy de Dumas. Wir sind befreundet. Was muss ich da hören? Befreundet mit Terroristen? Warum sagt sie sowas? Wilbur oder mir, mit denen ist man besser befreundet, als sie mit den Freunden am Schluss mit den Spielchen. Was ist wirklich mit Alistair passiert? Schluss mit dem Unfug. Wo ist Alistair? Was ist in der Stadt geschehen und warum versucht man Wilbur und Remy die Sache anzuhängen? Ich war anwesend, als Wetterquarz den Erzmagier tötete. Habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Wollt ihr behaupten, dass ich lüge? Ich bin eine Königstochter auf diplomatischer Mission und mache mir ein Bild von der Lage. Das letzte Mal, als ich hier war, quoll die Stadt über vor Menschen. Ja, wir haben aufgeräumt. Diese Zeltstadt vor den Toren war doch unwürdig. Dem stimme ich zu, nur wo sind die Flüchtlinge? Weg. Und deshalb können die Bürger dieser Stadt nun wieder ein anständiges, geordnetes Leben führen. Das Unwort des Jahres. Ein anständiges, geordnetes Leben nach deinen Maßstäben? Oh, wir sind... Nach den richtigen Maßstäben. In Seefels gibt es kein Verbrechen mehr. Keine Bettler. Niemanden, der die Regeln bricht. Wie könnte ich da den Rest der Welt in einem Zustand aus Chaos, Sittenlosigkeit und Verrohung belassen? Ihr könnt den Menschen eure Vorstellungen nicht aufzwingen. Sie müssen euch aus freien Stücken folgen. Oder eben nicht. So war es vielleicht früher einmal. Aber heute gibt es Mittel und Wege, effizienter zu regieren. Wenn das euer letztes Wort ist, habe ich genug gehört. Auf Wiedersehen. Moment! Ihr wollt nicht zufällig losgehen und ein bestimmtes Artefakt holen, oder? Was?
Selbst wenn ich wüsste, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet, ich würde es nicht einsetzen. Ah, Alice, das Mädchen. Aber du wirst einsehen, dass ich kein Risiko eingehen kann. Schildträger, ins Gefängnis mit ihr. Was? Was? Aber Lady Van Buren, sie ist eine Gesandte der Königin und deren Tochter. Ich werde dem Waldlandreich einen Besuch abstatten und das klären. Von Königin zu Königin. Von Königin zu demokratisch legitimierter Anführerin. Ja? Kommen Sie bitte mit, Prinzessin. Oh, oh, oh. Wer mir zu nahe kommt, bekommt die Kiste auf den Schädel. Was? Das ist aber ein schöner Würfel. Hast du den gemacht? Ja, es kann alles machen. Tatsächlich? Und du denkst dir all diese schönen Dinge selber aus? Ein paar stehen auch in meinem Buch. Der Froschkönig. Die Geschichte habe ich immer besonders gerne gemocht. Ich auch. Hier, spielt schön mit deinem Würfel. Was soll denn das denn jetzt? Der Froschkönig, hm? Raus mit ihr! Was war Kommen das Sie denn? Bitte mit. Für eine Im Einlage Gefängnis jetzt. Sind Sie wenigstens sicher. Und wie ist er auf unserer Seite? Irgendwas passiert hier noch. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Die schwangere Prinzessin des Waldlandreichs im Gefängnis. Was? Zum Glück hat der Reporter gerade seine eigenen Probleme. Da. Hey, psst, Kleiner. Ist das Timmy? Kennst du eine Ratte namens Remy de Dumas? Du bist doch Ivo, oder? Oh, kennen wir uns? Ich bin Onkel Remy nachgeschlichen und habe mich versteckt, als ihr diese ganzen Festessen und Empfänge hattet. Du warst da und Wilbur, Kapitän Nate und das Vieh und Erzmagier Alistair. Es war immer alles sehr feierlich. Kannst du Wilbur oder Remy holen, damit sie mich befreien? Ich kann dich befreien. Ich bin im Widerstand. Was? Ja, natürlich, aber vielleicht wäre dein Onkel... Der ist auf einer Mission. Aber zum Glück ist hier eine Ratte, die einer Prinzessin in Not helfen kann. Jetzt mach keinen Scheiß. Was macht der Kleine? Oh, der kleine süße Timmy. Was? Wofür war denn jetzt die... Ja, super. Er kann mir helfen. Und wie? Ah, das ist doch wieder zum Kotzen. Ach, ich spiele... Wie lange soll diese verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Wen spiele ich denn jetzt hier? Was? Ah, ich spiele Timmy, okay. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. In Ordnung. Versuch's noch mal. Okay. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair, der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Wenn es von mir so ein Plakat gäbe, würde ich es in meinem Zimmer aufhängen. Und ich habe auch schon eine andere Gesucht wird der Okay. Was ist denn... In dem Eimer scheint Kleister, Trollspucke oder ein anderer Klebstoff zu sein. Nimm das Plakat. Warte mal, was ist, wenn... Nein. Früher hatte er einen Liegestuhl. Okay. Aber den hat man ihm wohl irgendwann verboten. Ja, okay. Also ich muss den Stuhl wahrscheinlich mit dem Kleber da... Nimm den Eimer, genau. Der Eimer ist deutlich zu groß und zu schwer für mich. Selbst den Quast könnte ich wohl nicht aus dem Kleister ziehen, bevor Herr Fuchs oder Herr Schildträger mich entdecken. Ich weiß, wir hatten unsere Differenz. Ja, hier mit dem Plakat verdecken. Da
Das Feuer brennt jede Nacht. Früher hat sich Herr Schildträger gerne Würstchen und dergleichen darüber gebraten. Befehl der Ratsvorsitzenden. Aber seit er eine Dimension eingebüßt hat, ist es damit vorbei. Was er wohl tut, wenn es mal regnet? Ich finde das so cool, dass wir jetzt hier auch... Nimm etwas Kohle. Dass wir jetzt hier auch... Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Er ist faul, nicht sonderlich clever und falls er mal durch die Straßen patrouillierte, schepperte und quietschte seine Rüstung so sehr, dass man ihn von weitem hörte. Ist doch super. Wie lange soll diese Verdammung ein paar so Stückchen gehen? Verkohltes Holz so sind durchs Rost gefallen. Ich schnapp mir eins davon. Und du solltest mehr darauf achten, was aber das hat er jetzt natürlich nicht gesehen. Okay, benutzt die Kohle mit dem Plakat. Das Zeichen des Widerstands, das sollte überall in der Stadt hängen. Okay, benutzt du das Plakat mit... Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Ups. Okay, jetzt klebt er das andere da drauf. Es ist nicht meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. Und ich habe auch schon eine andere Beschäftigung gefunden. Ja, komm, mach ihn jetzt. Die Tür. Jetzt. Achtung! Ups! Was denn, da passiert gar nichts? Geht gerade nicht. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber das hier ist doch... Und unterhaltsam. Eigentlich vor allem unterhaltsam. In Ordnung. Los, los. Befehl der Ratsvorsitzenden. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. Tja. Es ist nur die Frage, benutze Plakat mit... Klebe das Plakat an die Stuhllehne. Das könnte gehen. Wenn Herr Schildträger das Rebellensymbol auf dem Rücken kleben hätte, würde er sicherlich versuchen, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber ich kann nicht einfach hingehen und ihm das Plakat auf den Rücken kleben. Wenn er mich bemerkt, reicht ein Schlag. Und das war's mit mir. Wie lange soll diese Verdammte noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und kann du solltest ich mehr darauf achten, nein, was also du mit sagst. Kleister kann ich, also mit Trollspucke kann ich es nicht benutzen. Da ist der Eimer. Lege das Plakat auf den Stapel zurück. Nein. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. Ja. Versuch's noch mal. Aber da ist doch gar kein Kleber dran, Mann. Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken? Kannst du was sehen? Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! Ha! Okay. Da ist der Schlüssel. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind drei Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Ja, dann Attacke. Muss ich Ivo das jetzt geben oder macht er die Tür auf? Das ist schon das zweite Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Mauskowitz. Oh, ja, yeah, tut. So, dann gehen wir... Wo hat er denn jetzt den Schlüssel? Tatsächlich? Gut gemacht. Ja. Ha
Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Ah ja. Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Wilbur und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Ja, und wo ist unser Zugang? Ah, und hier sind jetzt... Doch. Okay, betrachte die Plakate. Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1,5. Steile Karriere, Wilbur. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Oh, super. Und ich muss mich dann nachher wieder dran erinnern. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Wenn ich meinen Job richtig... Okay. Das heißt, da macht man nachher noch was dran. Was ist mit der Statue? Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Nee, das war Wilbur. Ich habe keine Ahnung, wie der kleine Rattenjunge mich aus dem Gefängnis geholt hat. Ich glaube, er kommt ganz nach seinem Onkel. Mhm. Schön. Was ist hier vorne mit der Bäckerei? Bild? Jawohl. Salzige Brezel mit Zuckerguss überzogene Krapfen. Die zusammen mit scharfem Senf und etwas Sauerkraut. Das wär's jetzt. Man merkt, sie ist schwanger. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Seefels ist dieser Tage ein gefährliches Pflaster. Aber hier draußen kann ich wenigstens etwas dagegen tun. Mhm. Abgearbeitet, sehr gut. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig, können hier hoch. Ach, guck mal, Jorge ist weg. Ach, du liebe Zeit. Freunde, jede Menge Hotspots, die es jetzt gleich zu erkunden gilt, aber erst im nächsten Teil. Hier ist jetzt erstmal Schluss und gleich aber geht es sofort weiter. Macht es gut, bis dann, NRW 18, adieu.